Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Mittwoch, den 6. Januar. Rund um die Uhr sind die Mitarbeiter der Straßenmeistereien und des Bauhofs im Einsatz, um für sichere Straßen im Landkreis zu sorgen. Tag und Nacht versuchen sie, den Schneemassen Herr zu werden. Gerade Eisregen stellt sie dabei vor besondere Herausforderungen. Noch haben die Mitarbeiter alles im Griff, sodass auch die Buslinien im Landkreis noch fahren können. Ein 89-jähriger Autofahrer aus Neulohe hat sich Dienstagmittag mit seinem Kleinwagen an der Bundesstraße 6 in Wietzen auf die Seite gelegt. Auf Höhe der ehemaligen Gaststätte Zollhaus ist der 89-Jährige nach Zeugenaussagen langsam von rechts von der Straße gefahren und dann über einen halbkugelförmigen Poller. Mit leichten Verletzungen ist der Mann ins Krankenhaus gekommen, nachdem ihn die Feuerwehr aus seinem Auto befreit hatte. Der Gandesberger Gemeinderat besteht nur noch aus 5 Mitgliedern. Matthias Tote ist nach Louis Austin der zweite Ratsherr, der freiwillig ausscheidet und keinen Nachrücker hat. Ein Problem nicht nur für Bürgermeister Karl-Heinz Stein, auch in Hinsicht auf die kommende Kommunalwahl am 11. September. In der jüngsten Mitgliederversammlung der Evangelischen Heim-Volkshochschule Loccum standen Vorstandswahlen an. Der langjährige Vorsitzende Leonard Bebing ist nach seinem beruflichen Übergang in den Ruhestand nun auch aus diesem Ehrenamt ausgestiegen. Neu im Vorstand sind nun Frank Lehmeier als Vorsitzender und Dr. Jürgen Wilhelm. Zum Sport. Neues aus der Fußballszene. Lars Büsing wird sein Traineramt beim Fußball-Kreisligisten SC Haßbergen im Sommer abgeben und nicht darüber hinaus verlängern. Und Michael Pelarski macht ASC-Trainer Stefan Ciborra keine Hoffnungen auf ein dauerhaftes Engagement in seiner Kreisligamannschaft. Beim 28. Silvesterlauf des TuS Wasserstraße traten 3 Generationen der Familie Luber aus Nienburg an. Großvater Burkhard siegte in der Altersklasse M70, Tochter Theresia in der W7, Vater Nikolai sorgte für Unterhaltung auf der Strecke. Bei den Damen gewann über 10 Kilometer Nicole Krinke in 37 Minuten 17. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.